Halleluja. Danke dir, Jesus. Halleluja, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist heute. Herr, danke für die drei Menschen, die sich entschieden haben, dir zu folgen, Jesus. Ich danke dir. Halleluja. Ich gebe dir einfach diese Zeit hin, Herr, dass du zu uns sprichst aus deinem Wort, Herr. Dass wir mehr Hunger haben nach dir, Herr, und dieses Leben, Herr, das du uns gezeigt hast, dass du uns anbietest, Herr, dass wir dieses Leben annehmen und leben wollen. Mit dir unterwegs sein wollen, Herr. Wir danken dir und ich danke dir, Herr, was du getan hast, Herr, an jedem, der dich hier kennt, Herr. Jedes Leben, das du schon verwandelt hast, jedes Herz, das du schon verändert hast. Halleluja, und dass du treu bist in unserem Leben. Dass du treu bist, Herr, und deine Treue immer wieder zeigst, Herr. Halleluja, voll Dankbarkeit stehe ich hier heute. Ich danke dir, Herr. Danke für das Privileg, hier zu stehen, Herr. Bitten, dass du zu uns sprichst, in Jesu Namen. Amen. 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 Auch hallo von mir. Mein Name ist Pierre Nickel. Und ich liebe Jesus. Jesus hat mir auch ein neues Leben gegeben. Weil er hat mich verändert. Mein ganzes Wesen, mein ganzes Herz. Er hat mir alle meine Last genommen, alle meine Schwere. Alles das, was ich Schlechtes erlebt hat, hat er wiederhergestellt. Ich kann heute wirklich sagen, dass ich als neuer Mensch hier stehe. Als ganz neuer Mensch, neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und ich darf Jesus dienen. Ich darf in seiner Gemeinde dienen. Ich darf mit seinen Kindern unterwegs sein, sie auch heute begleiten. Und ich darf auch aus seinem Wort lehren. Danke, Jesus, für das Privileg. In Jesus haben wir alle einen neuen Sinn und eine Berufung. Amen. Amen. Heute, ich will es nicht so lang machen, weil wir haben noch die Taufe. Wir wollen auch noch von den Täuflingen heute hören. Die sind schon ganz aufgeregt. Wo ist der Leon? Achso. Jesus ist bei euch und ihr macht das zu seiner Ehre. Er hat euer Leben verändert und das wollen wir gleich hören. Kurz zur Taufpredigt. Ich habe das Thema genannt, ein neues Leben mit Jesus. Ein neues Leben. Und jeder, der die Bibel kennt, der weiß das, oder ich frage vielleicht sogar nochmal, wo spricht die Bibel ganz klar oder ein Apostel ganz klar über die Taufe? Kann das jemand sagen? Römer, ja. Römer 6, genau. Danke, Pastor Jan. Römer 6, genau. Fangen wir mal an. Vers 1 bis... Nein, Spaß. Ich habe mir einen Vers rausgeholt. Römer 6, Vers 4. Der ist ganz deutlich nochmal hier zeigt, was die Taufe ist. Vielleicht kann Alice uns auch ein bisschen helfen hier am Beamer. Römer 6, 4. Ich glaube, die Übersetzung ist Hoffnung für alle. Ich lese es schon mal vor. Der Apostel Paulus schreibt hier, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Ne? Also wir sehen das Bild von Taufe, wir kennen das ja alle, ne? Ein Mensch geht ins Wasser und kommt wieder hoch. Dieses Bild von Taufe ist ein Sinnbild für gestorben, begraben und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, Auferstehung, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Amen. Also Tod, Beerdigung, Auferstehung, neues Leben, altes Leben runter, altes Leben zurücklassen, neues Leben mit Jesus leben. Das ist das Bild der Taufe. Und eine andere Übersetzung sagt, die neue Genfer Übersetzung, nur das Ende, so ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Amen. Und dieses Bekenntnis in der Taufe, es ist eigentlich jetzt, dass sie es öffentlich bekennen und öffentlich proklamieren, was schon vorher in ihnen geschehen ist. Amen. Ein neues Leben mit Jesus. Da ist schon vorher etwas in euch passiert. Genau. Vorher ist etwas bei euch passiert. Ihr seid Jesus begegnet. Er hat zu euch gesprochen. Ihr habt erlebt, dass er
lebendig ist, dass die Realität ist. Ich habe sein Wort geglaubt. Und ihr habt euch schon innerlich entschieden, ich möchte nicht mehr mein altes Leben leben. Ich möchte mein altes Leben auf Jesus geben und ich möchte ein neues Leben mit Jesus. Amen. Und das ist nicht aus eurer Kraft. Das kann immer so aussehen, so ich muss jetzt perfekt sein. Aber das ist nicht aus eurer Kraft, sondern ihr gebt euch euer Leben hin, Jesus, und er durch seine Kraft weckt es neu auf. Und ihr lebt durch seine Kraft. Ihr lebt dieses neue Leben mit ihm zusammen, ein neues Leben mit Jesus zusammen. Und ich möchte kurz mal etwas darstellen. Dazu brauche ich zwei Freiwillige, ich habe die vorher schon angesprochen. Das ist einfacher. Ihr könnt mal auf die Bühne kommen. Und ich denke, wenn wir etwas sehen, dann wird es noch mehr deutlich. Und ich möchte jetzt einmal diesen darstellen, was passiert. Ihr dürft euch mal in die Mitte stellen, einer links, einer rechts vom Teppich. Das ist Rasmik, kannst mal winken. Rasmik, ein mutiger Freiwilliger. Und Edson, auch ein langer Bruder, der uns viel auch über Gebet beigebracht hat. So, wir haben einmal Gott, Jesus. Hier mit seinem reinen, weißen, heiligen Gewand. Er ist heilig, er ist rein. Er ist gerecht, er ist liebevoll, Sanftmut, Treue, alle diese guten Eigenschaften verkörpert er. Er ist die Liebe in Person, er ist die Heiligkeit in Person. Dann haben wir auf der anderen Seite einen Menschen. Mit einer schweren Last, diese schwere schwarze Decke. Und wir alle, wenn wir auf der Erde leben, wir werden geboren, mit keiner Kraft der Sünde zu widerstehen. Kennt ihr das? Schon den kleinen Kindern, ich habe auch Kinder, wir können das beobachten, dass die kleinen Kinder fangen schon an. Die fangen schon an zu schlagen, egoistisch zu sein, dies und das. Und sie haben keine Kraft in sich selber, dieser Sünde zu widerstehen. Und wenn wir das Leben gehen, laden wir uns immer mehr Schuld auf. Immer mehr Schuld, hier einen Menschen verletzt. Da etwas weggenommen, was uns nicht gehört, hier was Schlechtes gesagt, den Eltern ungehorsam, dies und das kommt zusammen. Dann kommt auch noch die Sünde von anderen Menschen, wo sie uns verletzen, wo wir Wunden haben, Schmerz, Trauer, Depression, keine Hoffnung im Leben, wissen nicht, wie es weitergeht, keine Perspektive, Sinnlosigkeit, und diese Decke ist schwer und sie drückt uns runter als Menschen. Und der Mensch geht so umher an der Erde, versucht sich zu füllen, versucht diese Decke irgendwie, die Last, einfach sich diese Realität auszublenden mit allen möglichen Dingen. Kennt ihr das? Alle möglichen Dinge, wir versuchen Sinn zu finden im Leben. Sinn irgendwo, vielleicht sogar mit Alkohol, Drogen, uns einfach betäuben. Alle möglichen Dinge, dass wir uns einfach ablenken. Ah, ich mache jetzt Karriere, dann werde ich jemand sein, dann kann ich meine Last loswerden, dann werde ich frei sein, dann werde ich gut sein. Und dann hat man es erreicht und trotzdem nicht. Jetzt will ich das Nächste und immer wieder. Und auf diesem Weg versündigen wir uns noch mehr und noch mehr Schuld und Last kommt auf uns. Und das ist unser Zustand. Und Gott hat das gesehen. Und Gott sagt, so sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, weil Gott wusste, ich muss was tun. Ich muss eingreifen. Halleluja. Ich muss eingreifen. Er wollte keine Roboter, hat uns freien Willen gegeben. Das beinhaltet auch diese Entscheidung, sich gegenziehen zu entscheiden. Und das hat der Mensch getan. Aber Jesus kam auf diese Welt, hat ein perfektes Leben gelebt. Nicht gesündigt. Er wurde genauso versucht wie der Mensch, aber er hat widerstanden. Er hat überwunden. Halleluja. Und er ging ans Kreuz. Er ging ans Kreuz und ließ sich ans Kreuz schlagen. Eigentlich, die Bosheit der Menschen hat dieses Gott, der in seine eigene Schöpfung kommt, haben sie ihm abgelehnt. Wollten sie ihn nicht. Und er hat unsere ganze Schuld auf sich genommen, indem er starb. Jesus, er starb am Kreuz. Wir haben hier ein gutes Kreuz hängen an der rechten Seite. Ihr könnt das mal angucken. Das ist so ein schönes, altes Kreuz.
mit Splittern und allem Möglichen. Da oben hängt auch noch die Dornenkrone. Und Jesus hat wirklich diese Schuld, die Strafe eigentlich darauf liegt für das ganze Böse. Alles, was wir getan haben, hat er auf sich genommen. Hat er auf sich genommen und er hat diese Decke, ich nehme mal diese Decke weg, diese Decke hat er auf sich genommen. Und er hat diese ganze Schuld und Last getragen. Und bietet uns, wenn wir ihm diese Decke geben, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Halleluja. Und jetzt können wir nicht aus unserem Verdienst, sondern das, was er getan hat, wo wir zu ihm gekommen sind, das ist das Einzige, was wir tun müssen, zu ihm kommen, sagen, Jesus, ich habe gesündigt, ich habe diese ganzen Sachen auf mich geladen, ich habe Fehler gemacht und ich brauche dich, ich kann nicht mehr allein. Ich brauche dich, nimm meine Last, nimm meine Trauer, nimm meinen Traumata, nimm meine Depression, nimm das alles weg, meine Wut und alles Schlechte, was auch in mir ist und so viele Verletzungen und wir wissen gar nicht mehr, wer schuld ist, ich selber, andere in meinem Leben und wir sind so verwirrt und Jesus kommt und er macht diesen Tausch. Und wir haben das erlebt. Wer hat schon erlebt, dass Gott ihn befreit hat? Halleluja. Wer hat erlebt, dass ihn Gott geheilt hat? Amen. Auch ich selber, ich habe gemerkt, meine ganze Schuld, was ich mir angehäuft habe, ich habe ein Leben geführt mit Alkohol, mit Drogen auch und einen Egoismus und so und viele Menschen verletzt und Jesus hat mich wieder aufgenommen. Er hat mich aufgenommen und ich konnte zu ihm kommen und er hat mich wieder hergestellt. Und er war treu in meinem Leben, der ist mit mir gewandelt, er ist mit mir gelaufen, er ist mit mir diesen Weg gegangen. Ich war nicht perfekt, ich bin immer noch, lass uns das mal darstellen. Er nimmt an die Hand, nimmt mal die Last weg, Gott hat sie getragen, hat dafür bezahlt am Kreuz, sie ist weg. Vergessen, im tiefsten Meer, er hat sie weggenommen. Und jetzt nimmt er sie an den Hand, jetzt nimmt er dich an die Hand und du gehst. Und am Anfang fällt es dir vielleicht ein bisschen schwer, du knickst vielleicht manchmal ein. So, das Bild kennen wir ja auch von einem Baby, dass es mal laufen lernen muss und sowas und immer wird es stärker. Aber die Hand hält er fest und er lässt sie nicht los. Amen? Er lässt sie nicht los. Und auch so mit euch, ihr geht, ihr könnt mal ein bisschen hin und her gehen, ihr geht. Vielleicht kommt irgendwas, vielleicht kommt man irgendwas an, will ich irgendwie runterbringen oder so. Oder, aber die Hand hält dich. Die Hand hält dich und das hast du immer an, weil das nicht deine eigene ist, sondern weil es die von Jesus ist. Seine Gerechtigkeit, seine Heilung, gerecht gesprochen, freigesprochen. Halleluja. Okay, vielen Dank. Ich glaube, das reicht dann. Freigesprochen. Wir können das Bild, ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut vor Augen. Und dieser Tausch war nicht nur der Tausch von Gerechtigkeit und Sünde, sondern es ist jetzt so, dass Jesus lebt jetzt auch in euren Herzen. Amen. Die Bibel sagt, er hat uns von seinem Heiligen Geist gegeben. Nicht den Geist der Welt, nicht das, was so um uns herum ist, diese Einstellung, sondern eine neue Natur, die von Jesus ist. Und der Same wurde in eure Herzen gesät. Und das gilt es jetzt zu kultivieren. Wie gesagt, ihr seid nicht direkt perfekt, ihr könnt vielleicht noch nicht so stark laufen, gehen, allem standhalten, aber die Hand von Jesus ist immer da. Und wenn ihr sie festhaltet, wird euch nichts passieren. Und werdet stärker werden, stärker werden, stärker werden. Stärker werden in ihm, stärker werden in der Identität, stärker werden im Lebensstil und in der Beziehung mit Jesus. Amen. Ein neues Leben hat bei euch begonnen und ihr werdet dieses Leben weiterführen. Die Bibel sagt auch, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es zu Ende bringen. Amen. Sag mal, der Herr, der ein gutes Werk in mir angefangen hat, wird es zu Ende bringen. Daran dürft ihr festhalten, das ist Glaube. Er wird es zu Ende bringen. Ich vertraue dir, Jesus, dass du mich durchbringst. Wenn ich auf mich gucke, dann weiß ich, ich kann das nicht. Ich werde versagen, dies und das, aber mit deiner Kraft, dem Vertrauen in dir, weil du treu bist und weil ich von dir Treue lernen darf. Amen. Ich darf von dir Heiligkeit lernen. Ihr seid mit Jesus, ihr dürft nicht denken, dann ihr macht einen Fehler, jetzt stößt euch Jesus weg, sondern von ihm lernt ihr das alles erst. In der Nachfolge liegt die Antwort. In der Nachfolge Jesu. Und ich habe eine Frage mitgebracht, die ich kurz beantworten will. Wie sieht dieses neue Leben mit Jesus jetzt aus? Und drei Dinge sind zu kultivieren. Eine neue Identität, ein neuer Lebensstil, und eine Beziehung mit Jesus. Und Jesus sagt,
Er ist weggegangen und der Heilige Geist kam auf seine Gemeinde und er ist jetzt mit uns. Er ist der Beistand, der mit uns ist, der Komforter, der Tröster. Er ist jetzt mit uns und er lebt und Jesus lebt durch seinen Geist in uns. Und mit dem geht es jetzt darum, eine Beziehung aufzubauen. Eine Beziehung mit ihm zu leben. Dann die neue Identität kennenzulernen. Wer seid ihr? Wer sagt, dass Gott seid, wer ihr sagt? Was sagt Gott, wer ihr seid? Und dann das, was ihr seid, schon geworden seid, auszuleben. Ihr seid schon etwas, jetzt lebt es aus. Ihr seid schon gemacht, jetzt handelt, nachdem ihr gemacht seid. Dieses weiße Gewand ist schon auf euch, jetzt lebt auch so. Und das geht es zu lernen und zu kultivieren. Die neue Identität, ich nenne es einfach mal, die neue Identität, die Realität in Jesus ist, du bist gerecht gesprochen. Du bist gerecht und du kannst es selber dir sagen, ich bin gerecht. Du bist heilig gemacht, das heißt abgesondert für Gott, du lebst jetzt für Gott. Nicht mehr für dich selber, nicht mehr für die Welt, du lebst für Gott, ein Leben für Gott. Dir ist vergeben, du bist wunderbar und einzigartig geschaffen, dein Äußeres und deine Persönlichkeit. Das darfst du annehmen von Gott. Alles in der Bibel zu finden, ich kann jetzt nicht die Bibelstellen alle vorlesen, aber das sind die Wahrheiten aus der Bibel und das lernen wir kennen, wenn wir die Bibel lesen. Amen. Das lernen wir kennen. Du bist wunderbar, einzigartig geschaffen. Du bist ein Kind Gottes. Er hat dir die Vollmacht gegeben, jetzt ein Kind Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Du hast einen perfekten Vater im Himmel. Unsere irdischen Väter waren nicht perfekt. Ich bin auch nicht perfekt zu meinen Kindern. Aber sie dürfen wissen, es gibt einen perfekten Vater im Himmel. Und der ist dein Vater. Der ist euer Vater geworden. Und mit dem lebt ihr jetzt. Und wir dürfen genauso vergeben, wie wir Vergebung empfangen haben. Auch wichtig. Immer ein Leben der Vergebung zu leben. Du bist wertvoll, das Kreuz zeigt dir, wie viel wert du bist, Gott, dass er den höchsten Preis bezahlt hat. Du bist wertvoll, du hast einen Sinn im Leben, eine Berufung, eine Bestimmung von Gott, einen Plan. Hat Gott für dein Leben, bevor du schon geboren wurdest, hat er einen Plan für dich gehabt. Du hast Fähigkeiten von ihm bekommen, Gaben, Talente, auch deine Vorlieben, was du gerne machst. Alles ist dir von Gott gegeben worden. Du bist geliebt und angenommen und deine Anerkennung kommt von Gott. Du brauchst keine Anerkennung von Menschen mehr. Meinungen von Menschen müssen dir nicht mehr so wichtig sein, weil Gott hat gesagt, wie viel wert du bist. Und bei ihm bist du schon alles, was du werden sollst. Du bist schon alles bei ihm. Die Anerkennung hast du von ihm. Er ist stolz auf dich. Er trägt dich durch. Halleluja. Natürlich ist es schön, das auch von anderen zu hören. Das sage ich nicht. Das ist auch, wir haben Menschen, die uns lieben, die uns das aussagen, die uns lieben und alles. Aber wir sind nicht mehr abhängig von den Meinungen von anderen. Ganz besonders, wenn wir in dieser Welt leben wollen, für Jesus. Eine Welt, die eine andere Meinung hat, einen anderen Lebensstil leben will. Dann zu stehen und sagen, ich bin angenommen bei Gott, ich stehe für Jesus. Ich bin alles bei ihm. Und all das findest du in der Bibel, deine geistliche Nahrung. Und damit wächst du, geistliche Nahrung zu dir nehmen, diese Wahrheiten in dir aufzunehmen, dass sie deine Realität werden. Nahrung brauchst du zum Wachsen und Training. Training ist das Leben, der Lebensstil, das umzusetzen. Jetzt müssen deine geistigen Muskeln wachsen, Glaube anzuwenden, Vertrauen anzuwenden. Und jetzt zu leben im Vertrauen auf Gott. Das zu tun, was dein Wort sagt, danach zu handeln und so wächst dein Vertrauen immer mehr, immer mehr. Die neuen Herausforderungen, die kommen, wirst du mit Gott bestehen und dein Glaube wächst. Gott kann das, Gott kann dich durchführen. Gott ist fähig. Amen. Und eine andere Sache möchte ich noch kurz thematisieren, dass vielen Christen beigebracht wird, dass wir jeden Tag sündigen und daher jeden Tag am Abend um Vergebung bitten müssen. Wir sündigen eh immer, es gibt keinen Sieg über Sünde, wir müssen immer um Vergebung bitten und so weiter. Aber der biblische Standard ist ein anderer. Die Bibel sagt etwas anderes über das Leben von geisterfüllten Christen. Christen, das heißt Christen, die in enger Beziehung mit Jesus leben, wo er die Quelle des Lebens ist. 1. Johannes 3,6 sagt, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Wenn wir in enger Verbindung mit Jesus bleiben, sündigen wir nicht. Solange du mit ihm in der Beziehung lebst, stark mit ihm bist, wirst du nicht sündigen. Die Versuchung wird an dir abprallen. Du kannst dieses Leben leben. Oder 1. Petrus 1,15 sagt, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Oder 1. Johannes 2,6, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Amen? Amen? Ja.
Oder 1. Petrus 2,21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde gekannt hat. Und natürlich gibt Gott uns auch Versprechen, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Oder Johannes schreibt in seinem Brief, Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, aber wenn ihr sündigt, habt ihr einen Anwalt, Jesus Christus, der Fürsprecher für euch. Aber es geht darum, ein Leben in Christus zu führen, in enger Gemeinschaft und Beziehung mit Jesus. Und das hält uns ab von allen Dingen, die diese Welt gegen uns bringen will. Und darum geht es, stark zu werden. Dass die Gegenwart Gottes in eurem Leben zunimmt und er euch durchträgt. Und ihr so werdet, wie uns die Bibel beschreibt. Auch aus Römer 6 kennen wir das in Vers 12. So herrscht nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Sie herrscht nicht mehr, ihr könnt euch entscheiden. Und gestern hatten wir dieses Mitarbeiter-Meeting, wo Rebecca gesprochen hat über dieses, wir sehen, was ist jetzt Fleisch? Wir haben diese Unterscheidungsgabe, was ist Fleisch und was ist Geist? Was ist das Gute, was ist das neue Leben, was ist das alte Leben? Und jetzt ist es für euch zu unterscheiden ich entscheide mich für das Richtige und nicht für das. Nicht für das schlechte Verhalten, nicht für das schlechte Handeln, sondern für das Gute. Das geht es jetzt zu unterscheiden und danach zu leben. Amen? Und dann werdet ihr immer besser werden. Und natürlich werden wir erst 100%ig perfekt sein, wenn wir am Ende mit Jesus selber sind. Aber wenn wir ein Leben aus der Kraft Jesu und der Fülle des Heiligen Geistes leben, werden wir aufhören, aus Gewohnheit heraus zu sündigen. Aufhören aus Gewohnheit, das ist keine Gewohnheit mehr. Ach, das ist normal. Das ist normal als Christ, wir fallen halt jeden Tag. Das ist nicht der Standard, das ist nicht das Leben, was Gott für uns hat. Es gibt den Spruch, es ist eine Form von Gottesfurcht, aber die Kraft verleugnen sie. Dass Leute eine äußere Form haben, Gott zu dienen, aber die Kraft, die in Jesus ist, die Kraft, die im Leben mit Jesus ist, wird verleugnet, weil gesagt wird, wir können das nicht, wir können eh nicht perfekt sein, wir können eh nicht so leben. Wir werden halt, es ist normal, in Sünde zu leben. Das ist nicht, was Jesus uns vorgelebt hat und das ist auch nicht, was Jesus gekommen ist zu bringen. Sondern ein Leben mit ihm zusammen. Gewohnheit ist, gerecht zu leben, heilig zu leben. Nicht ein gewohnheitsmäßiges Leben in Sünde zu führen. Und das macht den Unterschied der Gemeinde Jesu. Halleluja. Noch ein Vers. Ich weiß nicht, schreibt ihr mit? Ein Vers noch, der sehr wichtig sein wird für euch. 1. Korinther 10,13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist ein Versprechen der Bibel. Es wird keine Versuchung auf uns kommen, die wir nicht auch bewältigen könnten. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das ist ein Versprechen von Gott. Es gibt immer einen Ausweg, wenn wir zu Jesus kommen. Es gibt immer einen Weg daraus und einen Weg zu überwinden mit seiner Kraft. Ruft jemanden an, habt Freunde, mit denen ihr unterwegs seid, Leiter, das Wort Gottes, Gebet. Jesus ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen. Und wenn wirklich was passiert ist, steht auf, geht auch zu Jesus, nicht weg von ihm, ich bin jetzt unwürdig oder sowas, sondern kommt zu ihm wieder. Betet um Vergebung, steht auf und geht weiter. Bleibt nicht da drin. Es gibt nur zwei Kräfte, die Einfluss nehmen können auf unsere Seele. Einmal das Fleisch und einmal der Geist. Und für uns zu sagen, das ist gestorben, immer wieder erinnert euch an die Taufe, das ist tot. Das darf nicht mehr herrschen und kann nicht mehr herrschen über euch. Es hat keine Herrschaft mehr. Jesus ist der Herr in eurem Leben. Amen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, ein letztes Beispiel. Stell euch einen Raum vor, einen ganz dunklen Raum, keine Fenster. Finsternis im ganzen Raum. Was müssen wir machen, um die Finsternis zu vertreiben? Das Licht anmachen. Eine Glühbirne und der ganze Raum erhellt sich. Geht das Licht aus, kommt die Finsternis wieder. Ist automatisch da. Das geht es in unserem Leben zu kultivieren, dass das Licht in uns scheint, dass Gottes Gegenwart in uns lebt, dass wir in Beziehung mit Gott leben und er uns erfüllt.
Wo Licht ist, da ist keine Finsternis. Und wo wir das vernachlässigen, dann wird die Finsternis zunehmen in unserem Leben. Leben wir mit Jesus. Also kultiviere eine Beziehung mit Jesus. Und ich möchte euch eine Sache ans Herz legen. Sprich nicht mehr über Jesus, sagt, es ist mein Jesus. Mein Jesus. Amen. Es ist euer Jesus. Er ist mit euch unterwegs. Er hat euch freigekauft. Er hat für euch bezahlt. Er liebt euch. Er ist mit euch unterwegs. Es ist euer Jesus. Ganz persönlich. Mach ihn zu deinem Jesus, mein Jesus. Du bist eine Einheit mit ihm. Du bist vereint mit ihm. Und eigentlich das Christenleben ganz unkompliziert. Es ist ein Geliebtsein und ein Verliebtsein in Jesus. Verliebtsein in Jesus. Dann willst du nicht andere Sachen. Sei verliebt in Jesus. Das ist das. Ein Verliebtsein in Jesus. Ein Wissen, wie sehr ich geliebt bin und ich liebe Jesus. Und ich will nichts anderes. Also zwei Fragen dürfen uns beschäftigen in unserem Christenleben. Was gefährdet meine Beziehung mit Jesus? Nicht, was ist erlaubt, was kann ich noch machen, sondern was gefährdet die Beziehung mit ihm? Bringen mich Freunde weg von ihm? Ich will Jesus. Bringen mich irgendwelche anderen Gewohnheiten weg von ihm? Ich will Jesus. Zum Beispiel bei mir persönlich, ich habe wieder angefangen Sport zu machen, weil ich im Winter ein bisschen zugenommen habe. Und jeden Morgen, und ich habe gemerkt, ich stehe morgens auf, mache Sport und so, und ich vernachlässige dafür die Zeit mit Jesus. Das geht nicht. Es muss später kommen. Ich kann meine Beziehung mit Jesus nicht aufs Spiel setzen für irgendwas anderes. Er hat höchste Priorität. Wir dürfen immer wieder unsere Prioritäten prüfen. Da ist eine Zeit für das. Da ist eine Zeit für andere Dinge. Für Zeit mit Freunden, für Zeit mit Familie, für Training, für alle anderen guten Dinge, die wir machen müssen, für Arbeit. Aber Jesus hat höchste Priorität, meine Beziehung mit ihm. Also was gefährdet meine Beziehung und was will Jesus, dass ich heute tue? Was will er, dass ich heute tue? Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Was willst du, dass ich heute tue? Was ist sein Wille? Was ist ihm wohlgefällig? Was gefällt ihm und was gefällt ihm nicht? Und das ist in dieser ersten Liebe zu sein mit Jesus. Ich liebe dich, Jesus, ich will mehr von dir. Verlangen und Hunger. Halleluja. Neue Identität, neuer Lebensstil, Beziehung mit Jesus kultivieren. Ihr denkt bestimmt die ganze Zeit an das Zeugnis, das ihr gleich halten müsst. Deshalb seid ihr so abgelenkt. Merkt euch das, ja? Eure Identität mit Jesus. Die neue Identität. Neuer Lebensstil. Das, was ihr jetzt seid in Jesus, lebt ihr aus. Immer wieder. Und ihr seid auf dem Weg. Es ist ein Training. Es ist ein Training und ein Essen. Denkt an ein kleines Kind, was lernt zu laufen. Immer mehr Fähigkeiten lernt. Immer weitergeht. Und irgendwann könnt ihr andere führen. Und diese Beziehung mit Jesus ist euer Jesus, ganz persönlich. Er ist hier mit euch. Er ist hier mit euch, wenn ihr das Bekenntnis macht. Er ist mit euch, wenn ihr draußen seid, in der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer. Dass ihr mutig seid, dass ihr stark seid, dass ihr Überwinder werdet. Und gewohnheitsmäßig euch für ihn entscheidet. Immer wieder. Und er darf eure Quelle sein für alles. Trost. Was gibt es da? Trost, Stärke, Kraft, alles, was ihr braucht, dass ihr alles von ihm bekommt. Okay, ich bete für euch, ich bete für uns. Jesus, ich danke dir, Herr, für deine Botschaft, Herr. Ich danke dir, dass du am Kreuz bewirkt hast, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr, und bei dir alles ablegen dürfen. Danke, Jesus, Herr. Ich bete um Hunger für dich, Herr, gerade für die drei Täuflinge, Herr. Dass sie diese Beziehung mit dir leben, Herr, sie kultivieren, Herr, dass du ihnen ganz nahe bist, Herr, dass du ihnen deine Treue zeigst, deine Liebe zeigst, Herr, dass du bei ihnen bist, Herr, dass deine Kraft in ihnen lebt und wirkt, Herr, und dass du sie veränderst und immer dir ähnlicher machst, Herr. Ich gebe sie in deine Hand, Herr. Wir danken dir für ihr Leben, Herr. Ich danke für jeden, den du schon erreicht hast, Herr. Und jeder, Herr, der hier ist, Herr, und dich noch nicht kennt und dich kennenlernen möchte, Herr, begegne ihn, Jesus. Halleluja. Gibt es jemanden hier, der Jesus noch nicht kannte, aber ihn kennenlernen möchte? Ein Leben mit ihm leben möchte? Danke. Wir reden später, okay?
Jesus, ich danke dir. Okay, ihr könnt nach vorne kommen. Ich gebe jetzt mal ab an Jan.